Christoph, endlich der erste Heimsieg. Ist der Knoten geplatzt, wie es schon vorher mein Kollege Jürgen Schiek gefragt hat? Ja, der Matze Moritz hat es ja richtig gesagt. Es gibt keinen Knoten bei uns. Wir haben einfach ein bisschen Pech gehabt und haben einfach zu wenig investiert gehabt, die letzten paar Spiele. Heute war es besser, aber auch noch nicht das, was ich von der Mannschaft kenne, wie ich sie kenne. Da geht noch viel mehr und wenn man das abrufe, dann können wir da locker drinbleiben in der Liga. Also da haben wir mit dem Abstieg gar nichts zu tun. Das war jetzt mal der erste Schritt und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Was hat heute besser geklappt und was könnte besser klappen? Kannst du da detaillierter dich dazu äußern? Ja gut, wir haben unsere Chancen gemacht. Wir haben unsere Chancen erarbeitet. Wir sind hinten gut gestanden. Wir haben mal ein bisschen mehr Druck gemacht. Also wir haben Pressing gespielt in manchen Situationen. Auch noch nicht optimal. Aber das probieren wir jetzt von Spiel zu Spiel besser zu machen und dann ja, darüber dann über den Kampf dann Spiele zu gewinnen. Du hast ja mit dem 1:0 deine Mannschaft in Führung gebracht. Kannst du uns verraten, wie du das gemacht hast oder wie das Tor gefallen ist? Ja, das war eine Standardsituation, die war dann abgewehrt. Dann kommt nochmal eine Flanke und ich spekuliere einfach auf den langen Ball und stehe im langen Pfosten und brauche nur noch den Kopf hinheben. Also das ist, ja, das war schon alles. So schwer war es nicht. Ich musste nur noch den Kopf hinheben. Gab es eine Veränderung, was die Stimmung oder die ja, Einstellung in der Mannschaft angeht, aber vor allem was die Stimmung angeht? Nö, eigentlich gar nicht. Das war Spielvorbereitung wie immer. Wir haben uns gegenseitig heiß gemacht. Warum es heute jetzt besser geklappt hat, kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist die Erkenntnis so, dass wir heute als Mannschaft Vollgas gegeben haben. Zwar noch nicht das, was ich mir erhoffe, dass man wirklich 90 Minuten ohne mal 10, 20 Minuten so einen Hänger zu haben, durchspielen. Aber das werden wir jetzt in der nächsten Zeit sicherlich auch hinkriegen, dass man dann über 90 oder 100 Minuten konstant durchspielen. Nächste Woche geht es ja für euch weiter gegen Astoria Waldorf 2. Wie wird dieses Spiel, was meinst du? Du hast mir auch zwischendurch verraten, dass du nächste Woche nicht da bist. Kannst du dazu vielleicht auch ein paar Worte sagen? Ja, nächste Woche bin ich beruflich leider verhindert, muss am Wochenende arbeiten. Und zu Waldorf, gut, es ist auch wieder so eine zweite Mannschaft, wo junge Spieler, hungrige Spieler, die in der erste Mannschaft hoch wollen, spielen, die werden wieder sich den Arsch aufreißen, auf gut Deutsch. Und ja, da erwarten wir ein ähnliches Spiel wie heute. Wir müssen halt dagegen halten und gegen die jüngeren Spieler, die noch nicht so viel Erfahrung haben wie unsere Spieler, einfach mit Kampf dagegen halten und denen den Spaß am Fußball nehmen. Das ist das Rezept eigentlich.